Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Alten und heute geht es um Riffdüfte. Ich habe eine Umfrage gestartet und meine Abonnenten zuschauen möchten über Drogeriedüfte was hören. Ich mache das liebend gerne und laut meiner Analystik kommen oder schauen die meisten Zuschauer meine Larif-Videos an oder kommen von diesen Videos auf meinen Kanal. Also, eine Klappe, zwei Fliegen. Dieses Video wird jetzt Erfahrung und Bewertungsvideo. Ich mache nicht so gerne Bewertungsvideo, aber da möchte ich jetzt über meine Erfahrung sprechen. Ihr wisst, ihr habt einige Videos über Larif schon von mir gesehen. Ich füge so eine Videoaufnahme ein, dass ihr sehen könnt, was ich daheim habe. Nur möchte ich sie bewerten als Parfümliebhaberin. Parfümliebhaberin, die nicht nur Larif-Düfte haben, meine lieben Zuschauer, auch wenn ihr von den Videos kommt. Ich habe sehr, sehr viele Düfte, über 300 Düfte, und in meinem Sortiment sind jetzt momentan vielleicht vier oder fünf Düfte von Larif. Und welchen habe ich in den letzten 2 Jahren regelmäßig genutzt? Eigentlich gar kein. Das ist wirklich die pure Wahrheit. Ich komme auch nur mit der puren Wahrheit. Miss Dream gefällt mir immer noch. Red gab es auch noch. Den mag ich auch total gern. Es gibt Düfte von Tesoro de Oriente, Byzantinum. Das ist ein toller, toller Duft. Verglichen zu Larif-Düften. Die Larif-Düfte sind in meinen Augen überschätzt. Wenn du vor Ort Düfte schnupperst, kannst du auch Spritz-Düfte schnuppern. Das ist auch so ähnlich wie Duftimitate. Sehr gute Preis-Leistung für die Milliliter-Anzahl. Larif schneidet bei mir eigentlich relativ schlecht ab, obwohl ich sehr viele Videos von diesen Düften habe, weil die meisten Leute Larif-Düfte irgendwie im Blickfeld haben. Leute, erweitert euren Horizont, bitte, bitte, bitte. Das gibt es jetzt noch ganz neuen Duft von Spirit. Können Sie auch mal schnuppern gehen. Also Larif ist nicht marktführend in der Drogerie, möchte ich jetzt sagen. Meine Erfahrung. Die Düfte sind Duftzwillinge, nicht identisch. Also ich habe keinen einzigen gehabt, der absolut identisch ist. Von der Duftqualität sind sie relativ, ich möchte das gar nicht sagen, relativ schlecht. Larif nutzt auch nicht das beste Alkohol in den Parfüms. Das ist auch nach meiner Meinung sehr anstrengend. Das habe ich auch in den Videos gesagt. Wenn du paar Euro noch mehr investieren würdest, könntest du viel, viel bessere Düfte entdecken. Ich füge mal ein Video hier. Ich habe über meine Rasasi-Düfte gesprochen. Das sind tolle, tolle Düfte. Viele ähneln auch bekannten Düfte, nie gekauft, weil sie wirklich echte Klons sind. Sie haben mir als Duft gefallen, die ich besitze, nicht als Klon, muss ich sagen. Als Duftklon, als Duftimitat, da möchte ich auch noch mal ein Statement von mir rauslassen. Ich habe Larif auch nie als Duftklon oder Duftzwillings Vorreiter gesehen. Die haben in meinen Augen die schlechtesten Duftzwillinge. Ich sage jetzt ehrlich meine Meinung. In meinen Augen sind das wirklich schlechte Duftzwillinge. Von der Qualität, von der Performance, vom Duft auch. Also Duft, der Alkohol, wie die, also das sage ich auch oft in meinen Videos. Vielleicht habt ihr das bemerkt. Wenn ich das jetzt als Parfümliebhaberin bewerten sollte, Larif-Düfte, bekommen die meisten Düfte eine sehr schlechte Bewertung von mir. So ein paar handausgelesene. Ja, so ein paar. Ich füge mal die vier, fünf Düfte, die mir vom Duft sehr gut gefallen, hier mal als Namen ein, nicht als Bild, das möchte ich jetzt auch nicht. So ein paar, aber viele gefallen mir in der Regel nicht.
So, das waren meine Bewertungen, meine Meinung, meine Erfahrung. Bitte, Leute, respektiert meine Erfahrung und meine Meinung und hinterlasst nicht einfach schlechte Kommentare. Ihr könnt euch gerne unter den Kommentaren verewigen mit eurer Meinung, was ihr davon hält. Es gibt viel, viel bessere Düfte in der Parfümwelt, auch in der Klonwelt als Larif. Das ist meine Erfahrung. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Da kommen einige Erfahrungs- und Meinungsvideos, die Analysen so durchstudieren, was am meisten so angeschaut wird bei mir. Und dementsprechend mache ich auch die Videos. Ich hoffe, es war interessant. Ich freue mich bei jedem Däumchen. Ich freue mich bei jedem Abo. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.